In diesem Video seht ihr den Böker Titan Drop. Willkommen bei den New Age Outlaws. Jo, ich habe mir mal ein neues, sehr günstiges Messer zukommen lassen. Ich hatte einen Gutschein bei einem Messershop und dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Ein Böker Titan Drop, das ist glaube ich von allen Messern, die jetzt aus europäischer Produktion sind, sage ich jetzt mal. Das ist aus der Böker Plus-Reihe. Herstellungsland ist China, wird aber natürlich durch Böker dann vermarktet und vertrieben unter dem eigenen Label. Ja, und eigentlich zu einem unglaublich günstigen Preis, gemessen daran, dass wir also hier einen Titan-Aufbau haben mit Titan-Griffschalen, Titan-Backspacer. Ja, sehr günstig. Wo man eigentlich denkt, okay, normalerweise sparen die ja dann an Material, was zwar auch hier der 440C Stahl ist, anstatt eines S30V, S35VN oder CTS XAP oder irgendwie sowas. Und dennoch muss ich sagen, ist der Stahl bisher erstaunlich gut. Und ich sag mal gut, wenn man jetzt im Endeffekt ein bisschen Carbon, wollte schon sagen, ein bisschen Kobalt mit beimischt, dann hast du schon einen N690 CO, wie man sagt. Also ich finde den 440C überhaupt nicht schlimm, überhaupt nicht schlecht. Hat bis jetzt einen ganz tollen Job gemacht und es hat auch seine Schärfe sehr gut gehalten. Out of the box war es okay mit der Schärfe, aber ich habe dann diesen Full Flat Grind, diesen Vollflachschliff mit dieser sehr schönen Welle hier, mit dieser sehr schönen Verrundung hier noch einmal übers Leder gezogen und seitdem ist das Ding brachial scharf. Ich habe also auch schon ein bisschen Holz damit bearbeitet. Überhaupt gar kein Problem. Da musste ich nicht nochmal nacharbeiten. Relativ beachtlich finde ich, wie sie hier denn diese Schleifkerbe, diese Wellenform auch nochmal reingebracht haben. Aus welchem Grund auch immer. Ich denke mal, man hätte diese Schleifkerbe einfach auch etwas weiter hinten platzieren können, aber es sei gut, wie es ist. Ihr seht, ich habe die Daumenpins abgenommen, um es dann, wie auch in der, ja, in so einer kleinen Beianleitung, die noch mitgeliefert wird, da wird also auch beschrieben, dass nicht in jedem Land erlaubt ist, die Einhandöffnung mit Verriegelung und dass man aus dem Grunde also die Daumenpins rausnehmen könnte. Ich habe zudem diese Daumenlöcher dann aber auch noch etwas entgratet, um die noch glatter zu machen, dass man also wirklich die Einhandöffnung hiermit nicht mehr hinbekommt. Und wenn man nur die Daumenpins wegnimmt, hat man dann hier in der Bohrung noch so einen kleinen Grat stehen, der absolut dann ausreicht, um immer noch die Klinge einhändig zu öffnen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, sodass dann also im Zweifelsfall irgendein Staatsmensch versucht, so die Klinge zu öffnen, dass ihm dann halt auch nicht mehr gelingt. Also ich habe es dann also wirklich nochmal entschärft. Ja, das Einzige, was sonst noch zu entschärfen war, ist dieser Backlock hier. Ihr seht es, ich habe die Kante hier etwas gebrochen. Das war etwas scharfkantig, oder es war halt scharfkantig, was soll man sonst dazu sagen. Es ist jetzt auf jeden Fall angenehmer. Ansonsten war hier nichts nachzuarbeiten oder sonst was. Ich habe Glück gehabt im Böker Lotto. Der Klingenstand ist mittig, es läuft sehr sauber, rastet wunderbar ein. Kein Klingenspiel. Nichts, wo ich mich jetzt beschweren müsste. Auch so eine Sand- oder glasgestrahlte Oberfläche, wie bei den Sebenza-Modellen unter anderem. Das Messer ist ja auch schon mal liebevoll der Studenten-Sebenza genannt worden, aufgrund seiner hohen Tauglichkeit gebe ich da auf jeden Fall recht. Auch hier diese feine Oberfläche. Ich habe das Messer aber auch sehr, sehr gern dabei. Unheimlich toller, hoher Nutzwert, aber für so ein EDC, und das ist eins für mich, das ich auch bedenkenlos so mit mir mitführen werde. Deswegen habe ich auch die Daumenpins abgenommen, dass da also auch nach Möglichkeit keine Beschwerden gibt, da ich das also dann wirklich auch mal mit in der Tasche mitnehme. Ja, eine tolle Handlage im Hammergriff. Sieht man dann auch, dass durchaus auch noch Platz ist. Ansonsten kann man das Messer sehr gut so fassen und packen. Super gute Handlage. Es ist ein einfacher Griff, aber es sind doch eben die einfachen Griffe, wie auch beim Sebenza,
die dann diese tolle Handlage dann auch gewährleisten. Wobei ich persönlich sagen würde, dass mich dieses Messer zwar natürlich auch an den Zerbenza erinnert, aber eigentlich noch mehr an mein geliebtes Cold Steel Code 4, das zwar noch etwas ergonomischer ist und auch hier so ein leichtes Jimping oben hat oder diese Kerben auf jeden Fall, die aus meiner Sicht sogar etwas mehr als nur eine Rückmeldung bieten. Aber aufgrund dieses dünnen Aufbaus hier mit Aluminiumgriffschalen, hier so, wie gesagt sogar mit Titan, erinnert es mich sogar eher an das Code 4 und auch an die Handhabung, an diese Ergonomie. Beide sehr dünne Aufbauten, keine Liner im Inneren, keine Stahlliner, sondern es reicht hier absolut aus, diese festen Aluminium-Griffschalen und Liner zu haben und hier dann halt diese Titan-Griffschalen und Liner. Und beide wirklich gute, wirklich schöne Messer. Der Unterschied ist natürlich nicht nur hier den pulvermetallurgischen CTS-XHP. Wir haben hier, ihr seht beides, diesen Backlock. Hier natürlich den Cold Steel Triad Lock. Und der Unterschied ist ganz gut zu sehen. Ihr seht, wie hoch hier dieser Backlock-Verschluss, dieser Haken, dieser Hebel hochgeht. Und um diesen Wert in etwa, um diesen Abstandswert, versinkt natürlich der Hebel dann auch wieder hier in der Klinge drin. Und der Unterschied ist jetzt hier, dass wir wissen, wir haben den Triad Lock mit diesem Zusatzbolzen, mit dieser Zusatzwelle hier drin. Und da seht ihr mal, um welches Abstandsmaß hier die Sache hochgeht und im Gegenzug bei dem Böker-Modell. Und das finde ich immer bei den Cold Steel Modellen sehr beeindruckend, da, da eben dieser Hebel sehr tief in die Klinge reingreift und somit natürlich ein Herausspringen dieses Hebels aus der Klinge so gut wie ausgeschlossen ist. Also die Triad Locks, die sind wahnsinnig gut. Auch hier sieht man, wie tief dieser Hebel die Möglichkeit hat, in der Klinge einzutauchen und sich festzuhaken. Also von daher mit die besten Verschlussarten, mit der beste Verschluss ist mit Sicherheit der Triad Lock. Aber auch hier rastet ganz sauber ein. Sehr schöne Verarbeitung. Tja, Glück gehabt mit dem Böker Lotto. Ich habe mir diesen Clip angeguckt und dachte mir, den hast du doch schon mal gesehen. Und ich habe dann mal eins meiner Benchmade-Messer, genauer das Griptilian, mein EDC, mal daneben gehalten. Und bis auf das hier kein Benchmade draufsteht, ist das absolut der gleiche Clip. Ich habe es nicht ausprobiert, aber es dürfte sogar ziemlich genau auch der gleiche Lochabstand sein. Ich wette, man kann diesen Clip auch ans Griptilian und an manch andere Benchmade-Messer anschrauben. Man müsste das vielleicht mal tatsächlich mal ausprobieren. Das wird mit ganz großer Sicherheit einfach passen. Jo, also für die paar Euro 50 absolut empfehlenswert. Ja, gut, natürlich auch diese matten Titanoberflächen sind dafür prädestiniert, auch hier und da mal ein Kratzerchen nachher mitzubekommen. Aber wie gesagt, jetzt bei den Anschaffungskosten habe ich gesagt, gehe ich das halt mal ein und werde dann halt das erste Mal auch ein Titanmesser als EDC mit mir führen, wo es mir sonst eigentlich immer, ja, eigentlich ein bisschen zu schade ist. Mal kurz Augenblick, um euch noch die Maße mitzuteilen. Wir haben eine Klingenstärke hier oben von 3 mm, ja 2,95, also 3 mm haben wir. Es gibt das übrigens auch mit Nagelhau, das Böker plus Titan Drop 2 ist dann aber halt nur noch eine 6 cm lange Klinge, also sonst schon wirklich recht klein, währenddessen wir hier ziemlich genau 9 cm haben. Ja, 9 cm, wovon 8,3 cm tatsächlich nutzbar sind. Eine Gesamtlänge haben wir von 20,7 cm.
Und wen es interessiert, für wen es wichtig ist, eine Länge im eingeklappten Zustand von 11,9 cm. Der Griff ist, nee, das machen wir mit dem Messschieber. Der Griff ist 8 mm breit. So, ein Gewicht. Ich finde das Messer auch gewichtsmäßig wirklich gut. Denn ich hatte mir auch überlegt, vielleicht mal das Böker Epicenter zu besorgen, aber dann haben wir wieder 170 Gramm oder wie viel auch immer. Das ist mir schon wieder zu viel. 112 Gramm. Also, ich glaube, ein relativ perfektes EDC. Klar, mit einer pulvermetallurgischen Klinge wäre das sicherlich auch nicht schlechter. Aber dann natürlich auch vom Preis her wahrscheinlich wieder wesentlich höher. Und gerade dieser geringe Preis hat bei mir den Reiz ausgemacht, mir das zu besorgen. Und dann aufgrund dieses Backlogs, den ich relativ sinnig halte, ja, und das dann halt als EDC auch mitzuführen. Ja, mit dem 440C Stahl werde ich noch mehr Erfahrungen machen. Aber bisher macht er einen sehr guten Eindruck auf mich. Ja, ich denke, ich habe auf jeden Fall Glück gehabt. Klingenlauf, Klingenstand und alles funktioniert hier wirklich gut. Die Verarbeitung ist sehr gut. Da kann ich nicht meckern. Jo, so viel zum Böker Titan Drop. Jo, ich hoffe, die Messervorstellung hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, habt Spaß. Tschüss.